Ja, liebe Schüler, hier kommt jetzt die Besprechung der Hausaufgaben. Ihr solltet ja drei Klänge bestimmen. Also fangen wir doch gleich an mit dem ersten. Die Töne heißen F, Ass und C. Und jetzt rate ich euch, nehmt euch ein Klavier oder spielt es auf eurem Instrument, dass ihr das wirklich auch hört. Vielleicht eine kleine Hörübung, klingt ziemlich nach Moll. Jetzt zählen wir nochmal nach vom F. Ein Halbtonschritt, zwei, zum dritten. Drei Halbtonschritte, also kleine Terz. Dann zum C. Eins, zwei, drei, vier. Also oben große Terz. Dementsprechend ist das Ergebnis ganz klar. Unten in unserer Kurzschrift 3 minus, oben 3 plus. Und der Grundton, der steht ja immer unten. Wir haben im Augenblick nur drei Klänge in Grundstellung. Also F-Moll, kleines F hinschreiben. Nächster Dreiklang, Nummer 2. H, Dis, Fis. Ich spiele das Ganze. H, Dis, Fis. Und das hört man hoffentlich ganz gut. Klingt nach Dur-Dreiklang. Da müssten wir unten eine große Terz haben. Ich zähle mal nach. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Und oben eine kleine. 1, 2, 3. Jawohl. Also Dur, in dem Fall H-Dur, wäre richtig. Nächster S, G, B. Auch hier an der Tastatur angucken. S, G, B. Auch hier hört man schon, klingt nach Dur. Wir zählen mal nach. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Und oben 1, 2, 3. Jawohl. Also genau das Gleiche. Ein Dur-Dreiklang, aber anderer Grundton. In dem Fall S-Dur. So hinschreiben. Großbuchstaben für Dur. Dann Nummer 4 haben wir D, Fis, Aes. Hören wir uns das mal an. D, Fis und dann Aes. Und jetzt hört man hier schon, das klingt sehr spannungsreich. Wenn man spannungsreich hört, weiß man schon, gibt es die beiden Sonderformen übermäßig oder vermindert. Und gut, aufgrund der weiten Lage können wir jetzt schon vermuten, das wird übermäßig sein. Zählen wir es mal nach. Am Anfang klingt es ja fast wie Dur. 1, 2, 3, 4, jawohl. Und hier oben 1, 2, 3, 4. Also zwei große Terzen übereinander geschrieben. Übrigens jetzt hier bei dem mache ich es nochmal, genauso wie wir es auch hatten. Würde ich also 3 plus hinschreiben und auch 3 plus. Ihr müsst es übrigens mit dieser Schrift hier nicht machen, könnt es aber natürlich ganz gerne, um euch das einfach leichter zu merken. Irgendwann geht man dann dazu über, dass man das nur noch im Kopf macht und dann vielleicht sogar auch schon die Dreiklangstöne einfach auswendig kann. Also, es fängt an wie H, nicht H, sondern D-Dur. Das heißt, großes D und dann machen wir ein Ü ran für übermäßig. Nächster haben wir G, B, Des. Jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller. G. Auch hier klingt es spannungsreich. Höchstwahrscheinlich jetzt das andere, weil es so eng aussieht. 1, 2, 3 Halbtöne und dann 1, 2, 3. Also zwei kleine Terzen übereinander. Jawohl, da habe ich jetzt kleines G hinschreiben, oben ein V hinmachen. G vermindert. Am Anfang wie Moll, aber oben dann noch eine kleine Terz obendrauf. Der nächste, wir sind bei Nummer 6. E, Gis, H. Manche müssen vielleicht schon gar nicht mehr überlegen. So die Standard-Dur- und Moll-Dreiklänge kann man irgendwann auswendig. Das ist E-Dur. E, Gis, H. Schreiben wir hin. Dann kommen wir zum nächsten. H, D, F. Überhaupt gar kein Vorzeichen. Ach, das sieht ja gut aus. Was ist das denn? Klingt aber wieder spannungsreich. Müssen wir nachzählen. 1, 2, 3. Kleine Terz. Hier hin. Und dann nochmal 1, 2, 3. Zwei kleine Terzen übereinander. Das war der Verminderte. Also H, klein hinschreiben, mit einem V dran. Und dann den letzten noch A, C, E. Auch da müsst ihr hoffentlich irgendwann gar nicht mehr lange überlegen. Kein Vitamintrunk, sondern ein schönes und reines A-Moll. Und das war's. Und wenn ihr das jetzt alles richtig hattet, dann herzlichen Glückwunsch. Ansonsten nochmal ein bisschen weiter üben, denn das braucht man.